Grüß Gott, ich will wieder ein Reden wir über machen, habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Und zwei haben nach einem Video von, ach Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Zwei haben über das Videothema Homosexualität geredet und das interessiert klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist für mich wichtig, klingt auch vielleicht ein bisschen blöd. Aber es ist ein schwieriges Thema. Viele tolerieren das und sagen, okay, wenn die das so wollen, ist es für die okay. Aber andere gehen auf die sogar los und stechen es ab und sonst irgendwas. Und ich habe, glaube ich, zwei oder so Geschichten oder drei, die ich euch gerne erzählen wollen würde. Ich sage jetzt keine Namen dazu, sondern ich werde nur sagen, dass es ein paar Freunde sind. Meine Haare, Alter. Ja. Ich will nur sagen, jeder soll so sein, wie er mag. Egal, ob er jetzt Männer liebt, also ob jetzt ein Mann liebt oder Frau liebt, das ist komplett egal, finde ich. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, ich stehe auf Frauen. Ich weiß, das kommt vielleicht ziemlich blöd rüber, aber es war wirklich so. Das war, wie lange ist das circa her? 6 Jahre, glaube ich, oder so. Da habe ich sogar mit einem Mädchen hin und her geschrieben. Aber ich habe mich nie mit ihr getroffen, dafür war ich zu feig. Aber es gab auch eine Phase bei mir. Nur, das habe ich dann wieder überworfen. Das war so eine Midlife-Crisis für mich halt. Also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn jetzt Frauen Frauen mögen, habe ich ja gesagt. Aber für mich, glaube ich, war das eher so eine Art Verzweiflungstat, weil ich keinen Freund gefunden habe. Obwohl das nicht wichtig ist, wenn man keinen hat. Oder einen hat. Das ist vollkommen egal. Das ist beides gleich. Also auf jeden Fall finde ich trotzdem, dass jeder den lieben soll, den er will. Egal, ob es jetzt Frau ist oder Mann. Das ist vollkommen egal, finde ich. Und das, finde ich, sollten viele so denken. Ich finde es auch nicht okay, wenn es jetzt vor mir sich total abknutschen. Beide Geschlechter jetzt nicht. Aber jeder soll den lieben, den er will. Warum auch nicht? Das gehört ja auch dazu. So, fangen wir mal mit der ersten Geschichte an. Ich war ja 4,5 Jahre in einer Küche und da gab es einen, der bei dem Grill war und der hat eine Torte, glaube ich, gemacht und ich habe, glaube ich, Kartoffeln geschält oder irgend sowas und er fängt zu mir an, dass er Männer mag. Er hat es nämlich vorher mit einem anderen erzählt, einer serbischen Kollegin und die ist total ausgeflippt, weil das geht nicht und er muss ja Kinder kriegen und bla 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 und dann hat er es mir erzählt, dass er eben Männer gern hat. Und ich habe dann nur so zu ihm gesagt, meinst du jetzt, du stehst auf Männer? Hat er gesagt, ja. Und ich finde das vollkommen okay. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Wirklich nichts Schlimmes. Und er war total überrascht, dass ich so reagiert habe und hat dann gleich gesagt, er ist sehr überrascht darüber, dass ich so reagiert habe, weil er hat es vor jemand anders erzählt und er hat total schockiert darüber. Ich kann kein Deutsch mehr. Sie hat total schockiert reagiert über das Thema, weil sie erzählt hat, dass er halt jetzt schwul ist. So, jetzt hab ich's. Ja. Aber ich war total entspannt und habe gesagt, das ist überhaupt, also für mich ist es, warum soll es auch mein Problem sein? Das ist sein Leben. Und ich habe ihm halt erklärt, dass er sich von niemandem was einreden lassen soll, sondern sein Leben so leben soll, wie er es will. Und er war mir total dankbar, weil er durch die andere eben Zweifel gehabt hat. Und ab da sind wir auch, ich würde nicht sagen Freunde, aber wir haben sich sehr gut verstanden. Dann in der Zeit, wo ich beim Strandcafé war. Er ist dann vor mir weggegangen, leider. Und er hat auch ein eigenes Café, aber ich komme nie dazu, dorthin zu kommen und ihn zu besuchen. Werde ich aber demnächst im Urlaub, werde ich mir das vornehmen, ihn mal zu besuchen. Weil er hat nämlich dann ein eigenes Café eröffnet, weil er ist Konditor, er hat das gelernt. Und ja. Vielleicht schaffe ich es mal, ihn zu besuchen, weil er ist echt lieb. Er ist wirklich lieb. Die zweite Geschichte handelt von meiner damaligen besten Freunde. Jetzt haben wir keinen Kontakt mehr, komischerweise. Er hat mir damals wir haben schon früher irgendwie vorgeahnt, dass er auf Männer steht. Also meine Schwester ist ja mit ihm in die Schule gegangen und wir alle anderen, die ihn kannten, haben das schon ein bisschen vorgeahnt, wie wir klein waren. Klingt vielleicht irgendwie skeptisch, aber wir haben das schon ein bisschen vorgeahnt, dass er, wie sagt man das schön, passt besser, dass er auf Männer steht, so. Und er hat mir dann ein Foto damals gezeigt, da war er bei mir zu Hause. Er zeigt mir ein Foto, wo er jemand anderen küsst, also einen Mann. Und er sagt zu mir, und, wie findest du das?
Und ich, was meinst du damit? Du küsst einen Mann, was soll damit sein? Er war total überrascht, dass ich nicht schockiert reagiert habe, weil die wollen mich, glaube ich, alle ein bisschen testen, habe ich das Gefühl, wie die Reaktion von mir ist. Aber mich hat das, warum sollte es mich auch stören? Erstens mal haben wir es bei ihm schon ein bisschen gewusst, klingt vielleicht hart, ich hoffe, er sieht das Video nicht, aber bei ihm haben wir es schon ein bisschen gewusst und dann, wie er es mir gesagt hat, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, er kommt damit nicht klar. Das war bei mir das Gefühl. Deswegen hätte ich jetzt nie irgendwie gesagt, oh mein Gott, wie kannst du nur? Hätte ich niemals gesagt bei ihm. Und deswegen habe ich ganz locker reagiert und habe einfach gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, wenn du jetzt auf, so wie bei dem anderen, jetzt hätte ich fast seinen Namen gesagt, so wie bei dem anderen eben, habe ich auch zu ihm gesagt, das ist vollkommen okay, wenn du mit dem Menschen viel glücklicher bist als mit deiner Frau, ist das auch vollkommen okay. Und damit war das Thema dann auch beendet und er hat mir dann angefangen, alles zu erzählen. Mit dem, den er auf dem Foto rumknutscht hat, mit dem hat er dabei leider keinen Kontakt mehr, nur so nebenbei. Die dritte Geschichte ist ein bisschen heftiger, finde ich. Also heftig, vielleicht ist das falsch ausgesprochen, aber bei mir, bei Müller, gibt es einen Stammkunden, ist riesengroß und hat sich immer geschminkt und hat einen Rock gehabt. Man hat halt gemerkt, dass es ein Mann ist, ja. Und ich habe ihn halt immer begrüßt, weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Ich bin nie voreingenommen. Manchmal schon, also bei Frauen schon, aber bei Männern nein. Also wenn ich was sehe, dann denke ich mir schon, okay, interessant, so wie es bei ihm war. Aber ich habe mir nichts weiter dann gedacht. Nach ein paar Mal begrüßen, weil er gesehen hat, ich begrüße ihn, ist er dann auf mich zugekommen und wollte, dass ich ihn einmal schminke. War kein Problem für mich. Er hat mir dann noch seine Sachen erzählt, dass er eben gerne seit Jahren eine Frau sein will. Der ist, glaube ich, über 30. Ich glaube, er hat mir das, glaube ich, mal... Sie hat mir das, glaube ich, mal erzählt. Jetzt muss ich sie sagen, dazu komme ich gleich. Hat mir das, glaube ich, mal erzählt, dass schon länger der Gedanke fließt, eine Frau zu sein. Und weil er sich schwer dann hat mit dem Schminken, hat er mich gefragt, hat sie mich gefragt, das ist immer noch ein Problem bei mir, ob ich ihr helfen kann. Also habe ich quasi den ganzen Prozess jetzt mitbekommen. Wir haben dann oft geredet miteinander. Dann hat sie aber leider einmal über meine andere Kollegin eine Kundenbeschwerde geschrieben. Da war ich sehr enttäuscht von ihr, weil das hätte ich mir niemals gedacht. Ich habe ihr schon von Anfang an erklärt, dass meine Kollegin, also die blonde Kollegin, eher sehr... Sie ist nicht skeptisch gegenüber von ihm gewesen, sondern sie hat auch oft mit seiner Mutter gesprochen. Sie war auch oft dabei, wenn ich mit ihr geredet habe. So, sorry. Ja. Deswegen habe ich das nicht verstanden, warum sie damals eine Kundenbeschwerde geschrieben hat. Die Mutter hat sich dann eh bei mir entschuldigt und hat gesagt, dass das wegen die Hormone war, weil da hat es schon angefangen, dass sie die Hormone bekommt. Also quasi rede ich jetzt davon, dass er als Mann sich umoperieren lassen hat als Frau. So, nur so, damit ihr das versteht, was ich jetzt meine. Finde ich auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich glaube, es gibt... Also meine Meinung, ich habe jetzt vor kurzem einen Film gesehen, der heißt The Danish Girl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da spielt Eddie Redmayne, ich bete diesen Mann an, überhaupt seit dem Film, der was auch in Die Säulen der Erde gespielt hat, in Die fantastischen Tierwesen jetzt ganz neu, hat die Hauptrolle in dem Film. Schaut euch diesen Film bitte an. Er heißt The Danish Girl. Schaut euch das an, das ist so interessant. Meine Mama hat mir das damals erzählt. Sie hat auch gesagt, oh mein Gott, sie schaltet das weg, weil sie sowas überhaupt nicht mag. Aber es ist komplett das Gegenteil von dem. Ich finde, einmal anschauen reicht auch, um das zu verstehen, aber den müsst ihr euch anschauen, der ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, ob es den auf Netflix gibt, das müsst ihr gucken, weil ich habe Glück gehabt und den hat es vor kurzem auf ORF1 gespielt. Ohne Werbung, Amen. Ja, seitdem verstehe ich die Menschen besser, klingt vielleicht falsch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einem Körper steckt, in dem man nicht stecken will. Das habe ich das Gefühl. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man, ja, wie gesagt, in dem Körper steckt, in dem man gar nicht sein will. Das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Und bei ihr war es so, und das habe ich auch gemerkt, deswegen habe ich ihr halt gezeigt, dass unterstützen ist vielleicht Blödsinn, weil ich ja nicht ihre beste Freundin bin, aber dass halt Menschen gibt, die das halt verstehen. Das wollte ich ihr halt erklären. Sie hat auch Anfang des Jahres die Operation schon gemacht. Es ist auch Gott sei Dank alles gut verlaufen. Das Problem ist, ich habe sie jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dass alles okay ist, weil sie hat sich sehr, sehr lange nicht gemeldet. Jetzt auch fängt es an, dass man ein bisschen mehr das Frauliche sieht. Das Problem ist, bei ihr, sie ist halt sehr, sehr groß. Da fällt das sehr, sehr auf. Ja, aber ich habe von Anfang an ihr auch... Habe sie wirklich...
Ja, unterstützt, wie gesagt, ist das falsche Wort, aber ich habe halt klar gemacht, dass das halt nicht schlimm ist, wenn man so denkt, weil sie halt schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ich habe auch gesagt, dass sie aufpassen soll. Besonders, wie sie noch kurz vor der OP war, weil sie gesagt hat, dass manche Männer sie anschauen und mit ihr reden und wenn die sie anfassen... Klingt vielleicht jetzt blöd, wenn ich das jetzt vor der Kamera sage, aber ihr müsst vorstellen, wenn ein Männer sind grausam. Männer sind, können wir, Frauen auch, aber Männer können sehr grausam sein. Wenn die merken, dass er noch ein Mann ist und sich als Frau schminkt und rumläuft, ich habe schon so schreckliche Sachen gehört, was passieren kann, wenn Männer da drauf kommen. Also deswegen habe ich immer zu ihr gesagt, bitte sei vorsichtig, nimm dir einen Pfefferspray mit, lass dich nicht anfassen, schau, dass du immer ausweist, geh nie alleine auf die Straße, lauter so Sachen habe ich ihr erzählt. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich sie schon echt lange nicht mehr gesehen habe und ich hoffe, ihr geht's gut. Ja, hoffe ich sehr. Ja, aber das habe ich auch verstanden. Also besonders jetzt, wo ich den Film gesehen habe, verstehe ich das sogar vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn man das Gefühl hat, man will jemand... Anders sein stimmt nicht, aber wenn man sich in der eigenen Haut nicht wohlfühlt, muss, glaube ich, wirklich sehr, sehr schlimm sein. Also stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Ja. Also nochmal zum ganzen Thema Homosexualität oder auch wenn man, so wie ich jetzt das dazu als Beispiel jetzt genommen habe, ich finde wirklich, man sollte... niemanden verurteilen, nur weil er jetzt eine Frau liebt, also sie eine Frau oder er ein Mann. Ich finde das nicht richtig, wenn man solche Menschen verurteilt. Niemand verurteilt dich, wenn du zum Beispiel als Frau einen Mann liebst. Also finde ich das nicht fair, wenn man auch das Umgekehrte... wie sagt man das? Also das Umgekehrte... Oh Gott, Leute. Wie sagt man das? Also ich finde es halt nicht fair, wenn man das Umgekehrte da nicht akzeptiert. So. Ja, so, ja, ja, so klingt's gut. Ich hoffe, ihr versteht's, was ich meine. Auf jeden Fall war mir das Thema sehr, sehr wichtig, weil ich halt zwei Freunde hatte, die eben auch mir das erklärt haben. Ja, was ich halt nicht mag, wenn du, ich kenne nämlich durch Facebook jemanden, steht auf Frauen. Das ist das Einzige, was bei mir gar nicht geht. Wenn ich von Anfang an sage, ich stehe nur auf Männer, außer meine kleine Phase, die ich vorher erwähnt habe, aber seitdem ja nicht mehr. Und wenn ich ihr sage, dass ich auf Frauen nicht stehe und sie akzeptieren das nicht, das nervt mich. Das nervt mich extrem. Ich glaube, das wäre bei Männern auch unangenehm, wenn ein Mann nicht... Bei Männern ist es vielleicht noch schlimmer, weil die reagieren ja überhaupt empfindlich. Aber wenn Schwule auf Hetero so reagieren, wie sie es bei mir gemacht hat. Jetzt hat sie eine Zeit lang nicht mehr geschrieben, weil sie eine Freundin hatte. Aber so hat sie mir oft sehr nervige Sachen geschrieben. Wirklich sehr, sehr nervige Sachen. Zum Beispiel, du willst sicher eh wissen, wie das ist mit deiner Frau. Oder... ob ich schon mal wen küsst. Lauter solche echt nervigen Fragen, was sie eigentlich gar nichts angehen. Und zweitens, ich finde das nicht richtig, wenn man jemanden bedrängt, obwohl man weiß, dass man das nicht mag. Zum Beispiel bei mir war das auch einmal in einer Disco der Fall. Ich sage ja nichts, ich bin ja nicht abwertend deswegen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ihr habt es meine Phase vorher gehört. Ich hatte das auch mal. Ich glaube, jedes Mädchen hat das durchgemacht. Schreibt es, wenn ihr euch traut, in die Kommentare. Hattet ihr mal eine lesbische Phase? Meine ist auf jeden Fall vorbei. Und einmal in einer Disco, da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen, kam ein Mädchen zu mir und hat mich gefragt, ob ich mit ihr tanzen will. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Es ist ja nichts dabei. Das Problem klingt jetzt falsch, aber das... Was ich nicht mitdacht habe, war, dass sie auf Frauen steht. Und das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Während dem Tanzen hat sie mich dann gefragt, ob ich einen Freund habe. Und ich habe gesagt, ja, er steht da drüben. Und sie hat mich dann nur gefragt, ob ich glücklich bin. Und ich war zu der Zeit noch glücklich und habe gesagt, ja. Und sie fängt aber dann zu mir an, vielleicht wäre ich mit einer Frau glücklicher. Und ich bin dann stehen geblieben und habe zu ihr angefangen, was willst du von mir? Das mag ich nicht. Das mag ich wirklich nicht. Mich stört es nicht, wenn jemand auf Frauen steht, um Gottes Willen. Nein, habe ich auch schon wiederholt 100 Mal. Das macht mir überhaupt nichts. Aber wenn man so provokant, versteht ihr, was ich meine? Wenn man so provokant auf Heteros zugeht, obwohl man sieht, zum Beispiel der Freund steht daneben, das finde ich nicht in Ordnung. Das geht für mich gar nicht. Also, es ist, glaube ich, eh schwer. Man kann es, steht ja auf keiner Stirn geschrieben, ob der jetzt auf Frauen steht oder auf Männer. Aber ich finde, da sollten die anderen dann toleranter sein und das akzeptieren, wenn jemand nicht auf Frauen oder auf Männer oder bla 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 steht. Ja. Ja.
Ja, ich glaube, ich habe das Video eh lang genug gehalten. Mir fällt sonst nicht noch was ein. Das mit der Disco ist mir jetzt spontan eingefallen, dass mir das mal passiert ist. Sonst glaube ich, ist mir nichts in der Art passiert. Nein. 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 Ja. Also ich hoffe, euch hat das Video auch ein bisschen wachgerüttelt, Leute. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, jeder Mensch soll so leben, wie er leben will. Ich bin ja auch ein Make-up-Junkie und lebe so, was sich hoffentlich bessert. Ich lebe so. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, besonders die, die sich das Video gewünscht haben. Und ja. Also bitte, wenn ich irgendwie jemanden sehen würde, der jemanden verprügelt, ich meine, da einmischen ist ein bisschen schwer. Das gebe ich zu, aber ich würde niemals zulassen, dass jemand einen Schwulen, weil das kam nämlich in diesem The Danish Girl vor. Also er war nicht schwul. Oder doch? Habe ich das irgendwie verpasst? Doch, ich glaube, er wollte dann mit einem Mann zusammen sein. Nur ist das so, glaube ich, versteckt worden im Film. Schaut euch diesen Film an, Leute. Schaut euch diesen Film an. Das ist keine Produktplatzierung, sondern schaut euch einfach diesen Film an. Ich habe das Gefühl, seitdem verstehe ich die Menschen noch mehr, deswegen wollte ich das Video unbedingt machen. Ja, das war's jetzt. Mehr habe ich wirklich nicht mehr zum Sagen. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Oder privat, wenn ihr wollt. Schreibt es mir nur einen Kommentar, dass ich eine Nachricht bekomme, aber meistens kriege ich da keine Informationen. Oder ihr schreibt es mir auf Facebook, weil langsam reden. Nicht in der Kommentarbox, sowas gibt es nicht. In der Infobox habt ihr mein Facebook, mein Twitter, mein Instagram, glaube ich auch, hoffe ich zumindest. Da könnt ihr mir gerne privat schreiben, wenn ihr das nicht unter meinem Video schreiben wollt. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Muss man ja auch nicht. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr das kennt oder wie ihr drüber denkt. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, dass da viele tolerante Menschen drunter sind oder meinen Zuschauern da. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Ich muss schnell was essen, weil ich habe heute noch was vor. Deswegen bin ich auch geschminkt und habe mir gedacht, okay, wenn ich mich eh schminke, dann drehe ich Videos. Ja, also schreibt es mir bitte in den Kommentaren, wie ihr das Thema findet und wie ihr drüber denkt. Das würde mich wirklich interessieren. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!